Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück im Training Camp. Wir haben die zweite Challenge der wöchentlichen Trainingseinheiten Level 90 bis 99 zu spielen. So, und wir treten an gegen die Dallas Cowboys, also ein Psycho-Game. Cowboys vs. Cowboys. Wir liegen mit 2 Punkten im vierten Quarter zurück, sollen das Spiel noch drehen und gewinnen. Dann legen wir mal los. Und erstmal schauen, also wir haben den Ball in diesem Psycho-Game, was wir hier jetzt haben. Und zwar, wir sind an der eigenen 30-Yard-Linie, haben noch 3 Minuten zu spielen im dritten Quarter, haben nur noch eine Auszeit zur Verfügung und liegen, wie gesagt, mit 2 Punkten zurück, haben einen ersten Versuch und 10, das heißt, wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. Was haben wir denn hier? Nehmen wir doch den Slot out. Achten mal auf Amari Cooper. Jarwin und Elliott jetzt sind so ein bisschen meine Sicherungsoptionen. Aber wir gehen über die Mitte über Jarwin, der ist da Mutterseelen alleine. Ich brauche ja nur ein Field Goal, dann würden wir wieder in Führung gehen. So, mit dem Pass sind wir schon mal in der Hälfte der Cowboys an der 48-Yard-Linie. So, nehmen wir den Slot Drive. Ich achte außen auf Cooper und auf Keyshawn Johnson, unseren Slot Receiver. Jarwin wieder über die Mitte. Cobb ist meine Sicherung. Ja, da gehen wir auf unsere Sicherung, denn die ist Muttersehen alleine. Und Cobb kommt bis an die 39-Yard-Linie der Cowboys heran. Zweiter Versuch und 1. Ah, da läuft die Uhr aber runter. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie. So, machen wir einen Lauf. Die Cowboys haben ja keine Auszeit mehr, können also nichts tun, um hier die Uhr zu stoppen. Noch werden sie es nicht tun, aber sie würden es gerne machen, sobald wir im Field Goal Range sind. Und da fehlt uns ja nicht mehr allzu viel. Oh, schöner Spin-Move von Elliott. Bleibt in Downs. Ball festhalten. Turnover wäre hier tödlich. Wir haben nur noch eine Auszeit. Da wird uns ein Turnover, wird uns das Genick brechen. So, Dick and Go. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Elliott. Terrell Owens auf der Außenlinks wird da wohl keine Rolle spielen. Wir gehen auf Zeke Elliott. Der hat den Ball. Oh. Der war hart. Der war so hart, dass er den Ball nicht festhalten konnte. Zweiter und 10 von der 31-Yard-Linie. Lauf über Elliott, über die Mitte. Verliert 2 Yards. Und das ist natürlich extrem ungut. Dritter und 13 damit. Wir sind an der 33-Yard-Linie. Also von der Field Goal Range her traue ich mir das zu. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und Johnson. Ich achte mal links auf Terrell Owens. Und wir können auch ein bisschen selber laufen. Mit Dak Prescott, der holt ein neues First Down raus. In der Red Zone an der 19-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Dallas. So, wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Keyshawn Johnson. Und wir machen auch hier das gleiche wie eben. Wir laufen einfach selbst mit Prescott. Ball festhalten. Ball ist an der 4-Yard-Linie. Mein Gott, wir haben einen Running Back als Quarterback. So, wir sind an der 4-Yard-Linie. Draw-Spielzug über Zeke Elliott. Oh, der wühlt sich nach vorne und kommt bis an die 1-Yard-Linie. Second and goal. Nehmen wir einen Quick Slant. Nee, das. Kriege ich das noch hin? Nee, also da nehme ich jetzt mein Timeout, was ich noch habe. 2 Sekunden vor dem Ende und schicke meine Field Goal Unit aufs Feld. Da war die Zeit ein bisschen sehr knapp. Wenn da irgendwas schief gegangen wäre, hätten wir nicht mehr korrigieren können, weil die Uhr dann runtergelaufen wäre. Jetzt machen wir den Field Goal Versuch, der ist gut. Das Spiel ist aus. 33 zu 32 schlagen wir die Dallas Cowboys mit den Dallas Cowboys bei den Dallas Cowboys. Bis dann, macht's gut. Ciao.